Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Sparring for Leaders. Das ist der Business-Kanal für Unternehmer, Führungskräfte und solche, die es werden möchten. Mein Name ist Roland Friedl von Spartner Performance Systems und ich darf dich herzlich willkommen heißen. Ja, heute geht es weiter mit einer weiteren Folge mit Jörg Haupt aus seiner Reihe Mehr Freiheit und Unternehmenswachstum. Wenn sich erinnert, klingt es vielleicht ein bisschen paradox. Für die, die sich zum ersten Mal dazugeschaltet haben, es gibt bereits sechs vorstehende Folgen. Wir haben in der ersten Folge gesprochen über Belastungen reduzieren, über die Bedeutung des Themas gesprochen. Wir haben in der zweiten Folge gesprochen über das Thema Loslassen, dann über das Thema Eigenwirksamkeit, danach über Führungskompetenz, wie schaffe ich engagierte Teams. Und in der letzten Folge ging es um das Thema Wertschätzung und heute eben Hürden und Lösungen, denn solche komplexen Projekte wie auf der einen Seite mehr Freiheit sich oder ja, mehr Freiraum für sich als Unternehmer, als Geschäftsführer zu schaffen und auf der anderen Seite Unternehmenswachstum zu erzielen, das geht natürlich nicht beantworten. Das ist ein etwas komplexeres Thema und darüber sprechen wir heute mit Jörg Haupt zum Thema Hürden und Lösungen. Bis sich der Zuschalter, so nicht gemacht, Kanal abonnieren, das hilft der Arbeit ungemein und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich. Hallo, lieber Jörg, Servus, schön, dass wir uns wieder sehen. Grüß dich. Hallo, lieber Roland, sei du auch gegrüßt. Ja, ich freue mich wieder, dass du hier wieder zu Gast bist bei uns bei Sparring for Leaders am Business-Kanal. Du hast ja sehr viel Expertise, ja, über 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Und ich freue mich, dass wir weitermachen mit deiner spannenden Serie Mehr Freiheit und Unternehmenswachstums. Wir haben ja sechs Folgen schon abgedreht mit so, ich sag mal, so fünf Kernthemen nach der Einführung. Das Thema Loslassen als Gründer, als Unternehmer oder als Geschäftsführer einer KMU. Das ist ein schwieriges Thema für viele. Wir haben auch gesprochen über das Thema Eigenwirksamkeit. Wir haben gesprochen über das Thema Führungskompetenz. Dann natürlich auch, wie kriege ich ein engagiertes Team, weil alleine passiert ja gar nichts. Und das Thema Wertschätzung. Die haben wir mal konkret betrachtet. Es ist ja so, lieber Lörb, dass bei all diesen, also generell, ich meine, das Thema mehr freien Unternehmenswachstum ist, es klingt ja nicht nur paradox, im ersten Blick, es ist ja auch ein komplexes Thema. Das ist ja etwas, was von heute auf morgen passiert. Ja, man sagt, okay, habe ich verstanden, mache ich. Und auch die Umsetzung der einzelnen Kernthemen, die wir besprochen haben, ich denke, das braucht ja auch ein bisschen Zeit von beiden Seiten. Ich denke, auf Seiten des Geschäftsführers, des Unternehmers, aber auf seitens der Crew natürlich auch. Und deswegen haben wir heute das Thema. Ja, Hürden und Lösungen dazu. Das heißt, es wird ja Stolpersteine am Weg geben, es wird Herausforderungen am Weg geben. Und darüber möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was deine Erfahrung dabei ist in der Zusammenarbeit mit KMUs, was ist hilfreich und auch was ist vielleicht nicht hilfreich. Okay, ja, lass uns das mal ein bisschen näher beleuchten. Also natürlich ist das Thema extrem facettenreich. Es ist ja nicht jeder Inhaber oder Geschäftsführer gleich in seiner Persönlichkeit. Der eine tut sich ein bisschen schwerer damit als der andere. Und ja, wie du schon gesagt hast, ist das natürlich ein relativ komplexes Projekt. Also das lässt sich nicht per Anordnung durchsetzen. Weil man es verstanden hat, so jetzt muss jeder das irgendwie anders machen. So funktioniert das natürlich nicht, auch wenn der eine oder andere das vielleicht gerne so hätte. Aber so geht das nicht. Das braucht vor allen Dingen Zeit. Und ich sehe hier Hürden auf zwei Ebenen, potenzielle Hürden oder sagen wir mal Themen, mit denen man sich wirklich auseinandersetzen muss, wenn man in die Umsetzung geht. Eben wie du richtigerweise gesagt hast, verstehen heißt ja noch nicht umgesetzt. Das Tun ist letztendlich entscheidend und da ist das, wie man es tut, ganz wesentlich. Aber beginnen wir mal, uns die zwei Ebenen anzuschauen. Das erste ist mal die persönliche Ebene. Und da braucht es meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach fünf Dinge. Das erste ist mal ganz wichtig, dass jeder mal eine Selbsterkenntnis pflegt. Nämlich dieses Thema mehr Freiheit und Unternehmenswachstum, das kommt ja von irgendwo her. Das heißt ja, dass in der Vergangenheit irgendwelche Entscheidungen irgendwie so getroffen wurden, dass man etwas festhängt. Sei es auf der Belastungsseite oder sei es auf der Ergebnisseite. Im schlimmsten Fall halt beides. Und
Wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir in so einer Situation sind, immer selber etwas damit zu tun haben. Das heißt, das Erste ist die Erkenntnis, was habe ich mit dieser Situation zu tun? Und das ist wirklich sehr sauber zu reflektieren im stillen Kämmerlein, dass man wirklich erkennt, welches ist mein Beitrag zu dieser Situation? Denn nur wenn du das wirklich vor Augen dir selber führst, hast du eine Chance, dich damit auseinanderzusetzen und Dinge ändern zu können. Das ist das Erste. Das Zweite ist eine klar definierte Umsetzungsstrategie festzulegen, die auch Prioritäten beinhaltet. Ich arbeite hier mit einem Modell, was ich mal entwickelt habe, Success Development System. Das geht darum, ganz klar sein Ziel festzulegen. Das können auch Etappen sein, aber die Mechanik ist immer die gleiche. Ich entscheide mich für ein ganz konkretes Ziel. Ich definiere die Ausgangssituation und jetzt setze ich im Grunde genommen ganz logische Schritte, die von A, nämlich Ausgangssituation, zu Z wie Ziel führen. Und auch das ist ein Prozess, der ein bisschen ja, Hirnschmalz braucht, also wo man sich mal ganz in Ruhe hinsetzen muss. Wer da eine Anleitung gerne hätte, kann mir gerne eine persönliche Nachricht schicken, dann können wir das mal austauschen. Ja, Das ist das Zweite. darf ich kurz reingrätschen? Also die Ja. erste Punkt, die ersten beiden Punkte sind essentiell. Also wenn ich denke, okay, die Selbsterkenntnis zu haben, Eigenverantwortung zu übernehmen, also ich glaube, das impliziert schon, dass es absolut Sinn macht, dass man sich jemand Dritten dazu holt, dass man das wirklich ehrlich, neutral analysiert, oder? Das hast jetzt netterweise du gesagt. Ja, natürlich. Das sehe ich natürlich. Also diese Selbsterkenntnis mit sich alleine abzumachen, ist oftmals sehr schwierig. Und wenn man einen vertrauensvollen Dialog mit einer externen Person habe, idealerweise ich, dann ist das absolut hilfreich, weil man dann wirklich den Spiegel vorgehalten bekommt und es gibt eben kein Entkommen. Wir neigen ja dazu, und da nehme ich mich überhaupt nicht von aus, wir neigen natürlich dazu, unser eigenes Verhalten zu beschönigen. Das hat aber oft mit der Realität eben nicht so unbedingt viel zu tun. Ja, und es geht ja eben darum, eben sich die richtigen Fragen zu stellen. Genau. Ja, und zwar Ganz genau. vollkommen wertfrei, neutral und wertfrei. Und ich denke, da ist es ganz, ganz sehr, sehr hilfreich und zielführend, dass man sich jemand von außen hereinholt, der, ich sage mal, emotional nicht am Unternehmen hängt. Ja, gerade wenn man selber Gründer ist, man hängt ja emotional im Unternehmen, klarerweise. Man redet manche Dinge auch schön, klarerweise. Und ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch bei der Umsetzungsstrategie. Ich denke, uns ist allen klar, liebe Zuhörer, wenn wir immer nur das tun, was wir schon getan haben, wird es nichts verändern. Das heißt, es macht einfach Sinn, von außen eine andere Perspektive einfach zu bekommen, einen anderen Blickwinkel einfach zu bekommen. Absolut, das ist so. Und ganz offen, diese ersten zwei Punkte sind die entscheidenden Themen. Danach die einzelnen Schritte umzusetzen, ist kein Spaziergang, natürlich nicht, aber es hat dann eben einen Grund, warum machen wir welche Dinge und wie machen wir sie. Und das ist damit nachvollziehbar. Und alles, was nachvollziehbar ist, kann ich auch anderen Menschen vermitteln. Das ist ja das Entscheidende. Wenn ich da aus dem Handgelenk irgendwas mache, dann ist das für viele nicht nachvollziehbar und dann entstehen eben genau die Hürden in der Umsetzung, die absolut vermeidbar sind. Weil es geht ja darum, die richtigen Dinge eben auch richtig zu tun. Ganz genau. Absolut. Absolut. So ist das. Ja. Und ja, wenn wir zum dritten Punkt kommen, dann ist es Geduld und Durchhaltevermögen. Also solche Dinge. Da passieren viele Veränderungen auf einer ganz persönlichen Ebene, sowohl bei dem Unternehmer oder Geschäftsführer, wie aber auch bei allen betroffenen Führungskräften und Mitarbeitenden. Und das geht eben, der eine geht mit Veränderungen ein bisschen einfacher um und der andere hat ein bisschen Herausforderungen. Das heißt, hier ist wirklich Geduld angesagt und dranbleiben. Also wirklich nicht davon ausgehen, oh, jetzt habe ich ja 2 Monate diese neue Richtung eingeschlagen, ich sehe noch nichts, dann pass was an, aber hör nicht auf. Das ist ganz entscheidend. Der vierte Punkt ist
Hab Vertrauen zu dir selbst und habe Vertrauen darin, dass grundsätzlich Führungskräfte wie auch Mitarbeitende eine gute Leistung erbringen wollen. Dass sie nicht da sitzen und sagen, das geht mich alles nichts an. Die möchten weiter ihr Gehalt oder ihren Lohn bekommen. Die möchten sich engagieren. Also hab bitte Vertrauen, dass dieses Urthema in jedem Menschen drinsteckt. Man muss es manchmal eben nur wieder entfalten. Und wenn man Vertrauen schenkt und auch Wertschätzung, das war ja das letzte Thema, was wir hatten, die sechste Folge, wo wir über das Thema gesprochen haben, ganz wichtig. Und der fünfte Punkt ist, eine aktive Unterstützung zu geben. Also nicht sich selbst überlassen, sondern sich immer wieder involvieren, eben im Gespräch auch dranbleiben, Menschen helfen, in diesem Fall die erste Linie, also die Führungskräfte natürlich, ihnen helfen, in diesen Veränderungsprozess reinzugehen und durchzugehen. Wenn wir bei aktiver Unterstützung sind, du hast es ja vorher schon angesprochen, lieber Jörg, immer mehr, viele Menschen sind ja getriggert oder durch unterschiedliche Umstände, aber eines der größten Trigger ist Veränderung. Also viele Menschen tun sich schwer mit Veränderung, sei es oft die Angst vor dem neuen größer als vor dem alten Ballast, sagen wir es mal so. Welchen Tipp kannst du an der Stelle Geschäftsführer und Unternehmen an die Hand geben, wenn sie mit Mitarbeitern zu tun haben, wo sie wirklich merken, die sind getriggert durch Veränderung? Wie geht man mit solchen Ja, Mitarbeitern da kommen wir zu der zweiten Ebene, nämlich die Ebene Führungskräfte und Mitarbeitende. Ich beobachte ganz oft, ähnlich was du gerade gesagt hast, dass Führungskräfte und Mitarbeiter eine skeptische Haltung gegenüber Veränderungen haben. Insbesondere, wenn es um Veränderungen der Führung geht. Typischerweise, wenn solche Strukturen gegeben sind, also eine hohe Belastung auf Ebene des Inhabers oder Geschäftsführers da ist, dann erlebe ich das sehr oft, dass der Führungsstil meistens sehr direktiv geprägt ist. Also wirklich, da werden Ansagen gemacht, dann wird das so gemacht und Punkt, Ende. Das, was wir hier aber behandeln, das hat was mit partizipativen Führungsstil zu tun. Also Menschen involvieren, sie Teil des Ganzen werden zu lassen, und das ist eine ganz andere Art. Und wenn man auf einmal von direktiv auf partizipativ umschaltet, egal wie groß die Lücken sind, dann ist es eine Veränderung, wo erstmal die Menschen etwas irritiert sind. Also ist es ganz wichtig, hier behutsam an die Sache heranzugehen, um nicht in eine Konfliktsituation hineinzukommen, sondern wirklich sehr, sehr stark involvierend und interaktiv das ganze Thema zu gestalten. Das heißt ja, wenn ich jetzt, Aber ich habe mich. darf ich nochmal da reingrätschen, lieber Jörg, weil es ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist für unsere Ja. Zuhörer. Wenn ich es gewohnt war, einen sehr direktiven Führungsstil zu halten, oder aber, sag mal, ich übernehme ein Unternehmen, wo mein Vorgänger, was ja auch immer wieder vorkommt, einen sehr Genau. direktiven Führungsstil hatte. Und ich jetzt sage, okay, ich möchte mehr in den Partizipierenden gehen, die Mitarbeiter mehr einbinden. Das heißt ja, die Mitarbeiter bringen selber mehr Eigenverantwortung mit, mehr Eigeninitiative mit. Freiheit hat ja auch seinen Preis. Das sind ja viele nicht gewohnt. Und sprechen wir mal Tacheles. Also diejenigen, die einen direktiven Führungsstil überlebt haben, die tun sich schwer mit den neuen. Und die einen partizipativen gerne gehabt hätten, die sind ja meist schon weg. Leider. Wie geht man in so einer Situation um? Ganz offen Dialog. Und da kommen wir zu einem Aspekt, mit dem man einen solchen Dialog tatsächlich aufbauen kann. Ich beschäftige mich, also ich bin seit über 35 Jahren aktiv im selbstständigen Berufsleben, habe mit weiß nicht wie vielen tausend Menschen zu tun gehabt. Aber ganz konkret, so seit etwas über 25 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit einer ganz zentralen Frage, nämlich, welche Faktoren tragen zur Leistungsausprägung bei Menschen im beruflichen Umfeld bei? Und zwar in quantitativer Hinsicht, wie aber auch in qualitativer Hinsicht. Und ich habe dazu ein Tool entwickelt, also sogar ein gesamthaftes Modell entwickelt, was ich so in der Zusammenarbeit mit ja, über 3000 Menschen kann ich mit Sicherheit
sagen, entwickelt habe, was sich so ergeben hat, möchte ich mal sagen. Und dieses Modell behandelt vier Themen. Das erste ist, dass es im Grunde genommen immer einen Antrieb braucht. Wenn ich beruflich aktiv bin, dann ist entscheidend, welchen Antrieb habe ich? Also welche Absicht verfolge ich? Welche Inspiration habe ich? Welche Ziele verfolge ich? Habe ich eine Vision und habe ich Wille, bestimmte Ergebnisse zu erzeugen? Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Antriebsfaktoren eine niedrige Ausprägung haben, ist meine Feststellung, dass alle Faktoren, die danach kommen, darunter leiden. Und das Endergebnis sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht sehr niedrig ist. Also setze ich immer bei diesen Themen an. Der zweite Aspekt, ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich das sogar mal beschrieben mit einer Pipeline, diese Energiepipeline, eben das erste ist dann der Antrieb, das zweite sind Identifikationsfaktoren. Und das beginnt bei uns selbst. Wie stark identifiziere ich mich mit mir selber, dass ich ein Sieger bin, dass ich wachsen kann, dass in mir ein Potenzial steckt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da leiden einige darin, dass ihr Selbstwertgefühl unter Umständen aufgrund ihrer Prägung oder beruflichen Entwicklung in Mitleidenschaft geraten ist und naja, Menschen eine unsichere Betrachtung über sich selbst haben. Der zweite Faktor ist der Markt, das Unternehmen, das Angebot oder die Dienstleistung, das Produkt oder Dienstleistung, die das Unternehmen anbietet, dann die persönliche Aufgabe und das Umfeld, in dem ich tätig bin, das heißt meine Führungskraft und das Team. So, und auch hier stelle ich fest, dass sehr oft, ja, manchmal durch Unwissenheit Faktoren nicht so optimal ausgeprägt sind. Jetzt haben wir schon zwei Felder, die unter Umständen niedrig ausgeprägt sind. Und jetzt erst kommt der Faktor Engagement. Engagement im Sinne von Rolle, im Sinne von mein Anspruch, eine exzellente Arbeit machen zu wollen. Meine Ausdauer, meine Gegenwärtigkeit und noch einige andere Faktoren. So, und jetzt an vierter Stelle kommt das Thema Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich brauche, um meine Aufgabe bewältigen zu können. So, und jetzt wird schon mal erkennbar, wenn man sich die Reihenfolge anguckt, Antrieb, Identifikation, Engagement, Fähigkeiten und Fertigkeiten, dann ist das Ergebnis sicher nicht 100%. Und meine Erkenntnis ist, und diesen Fragebogen, den ich entwickelt habe, den nenne ich LQ-Check. Ist ein ganz einfaches Tool, Leistungsqualitätscheck. Da macht jeder mal so eine Selbstprüfung, sage ich mal, nämlich inwieweit trifft eine bestimmte Aussage, die da gemacht ist, in diesem Fragebogen auf mich zu. Meine Erkenntnis ist, dass das Ergebnis immer zwischen 35 und 48% liegt. Krass. Absolut. Und die einschränkenden Faktoren sind überwiegend in den ersten zwei Elementen. Ja klar, weil wenn ich sage mal Antrieb, ich sag mal auch schon mal hochgeschätzt bei 80% bin, Identifikation vielleicht auch bei 80%, dann habe ich schon noch mal 64%. Wenn das Engagement bei 80% ist, dann bin ich bei 50%. So Und wenn die ist. Skills auch nicht 100% bin, dann sieht man, wie schnell das nach unten geht. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo die Dramatik dahinter, weil die meisten doktern ja, Entschuldigung für den Ausdruck, aber die doktern ja wirklich an den Skills rum. Da wird von außen, werden Trainer engagiert, da werden Skills-Trainings gemacht und man übersieht die ersten drei oder das Fundament des Ganzen und diese ersten drei Faktoren, wo kaum jemand drüber spricht. Das ist so. Und das ist jetzt wirklich eine ganz praktische Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe, wie ich schon gesagt, ich habe das ja x-fach eingesetzt. Und was ich feststelle, ist, dass 95% der Menschen, die diesen Check machen, das Ergebnis annehmen. Und damit ist eine Grundlage gegeben, dass ich jetzt sprechen kann. Ich habe das Ergebnis und jetzt kann ich sprechen, hey,
Was ist denn bei dem Thema Antrieb, also Intention? Was ist denn da dein Thema? Was fehlt dir da? Lass uns doch mal darüber reden. Was ist bei der Identifikation mit dem Unternehmen dein Thema? Ich sehe, dass das niedrig ausgeprägt ist. Also welches Erlebnis hat dazu geführt, dass du dieses Ergebnis eingibst? Oder Markt oder was auch immer. You name it. Du siehst sofort, wo niedrig ausgeprägte Faktoren sind und kannst in den Dialog gehen. Jetzt habe ich dann auch ein Coaching-Tool zu entwickelt, dass man einfach eben diese Interaktion auch, ich sag mal, strukturiert machen kann und habe für die Unternehmensebene ein komplettes Modell entwickelt, wie man das tatsächlich praktisch umsetzen kann. Und zwar über alle Ebenen. Und das ist so interessant. Ich höre immer wieder das Feedback, wow, dieser Elko-Check, der hat mir die Augen geöffnet. Das ist wirklich interessant. Das ist so einfach, aber das hat mir so sehr geholfen, einen Weg zu finden, mich zu optimieren. Ja, wie cool ist das denn, wenn ein Mitarbeiter das selber sagt, dass ich muss ihm das nicht sagen, oder auch Führungskräfte, bis hin zu Geschäftsführer. Also das habe ich ja durch alle Ebenen durch in ganz unterschiedlichen Unternehmensgrößen eingesetzt. Also ich denke hier, ja. Wolltest du was sagen? Ich gesagt, sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr froh darüber, dass du da wirklich den Fokus drauf legst, weil ich das auch meine Erfahrung ist im Coaching und im Consulting mit Unternehmen, dass eben auf den ersten beiden Punkten viel zu wenig. Es ist schon klar, aber trotzdem der Fokus ist viel zu wenig dort. Und dort verliert man schon. Also ich bin ja Österreicher, gebürtiger Österreicher. Wir waren ja mal, hat sich auf einen so eine Skination und haben alle Pokale abgeräumt. Und da gab es immer so einen, der hat schon verloren bei der Zwischenzeit. Ja, Ja. so eine Zwischenzeit. Und das vergleiche ich sehr gerne, dass hier schon viele bei der Zwischenzeit verloren haben, dass du einfach nicht mehr aufholen kannst mit den Skills. Und Wie ist das? liebe Leute, und das, liebe Zuhörer, das musst du verstehen, ja? Dass man da wirklich so ein Augenmerk hinlegt und dieses Tool wirklich nutzt und heranzieht. Ich kenne das Tool vom Jörg Haupt. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil hier verliert ihr schon so viel. Ich sage es mal schier, in Zwischenzeit, die kannst du nicht mehr aufholen. Und das ist schade drum. Das ist absolut schade drum. Sehr, ja. Und ich meine, das Tool lässt sich ergänzen mit Analysen und. Also das muss nicht alleine da stehen bleiben. Also da gibt es ganz viele Ansätze, was man da machen kann. Aber eben, es ist nicht einfach Schwall in den All, sondern es sind ganz konkrete Punkte, die genau die Menschen betreffen, mit denen man zu tun hat. Also nicht irgendwie einfach mal eine Folienpräsentation oder ein Buch oder was weiß ich, was mit der Gießkanne über alle gießt, sondern sehr spezifisch, sehr individuell, und das macht den Unterschied eben aus. Und es ist ein simples Tool, es sind nicht tausende Fragen, man ist da relativ schnell durch, und es wird sehr, sehr gerne angenommen. Absolut. Genau. So, wenn wir das mal zusammenfassen, dann ist der erste Punkt mal, reflektiere auf deine eigene Einstellung und auf dein Verhalten. Also getreu dem LQ-Check, beginn auch hier bei dir selber. Und welche Themen hast du mit dir selber? Welche Einstellung hast du denn gegenüber den Mitarbeitenden und den Führungskräften? Und ich habe durchaus sehr oft Inhaber oder Geschäftsführer getroffen, die mir gesagt haben, naja, so will ich das jetzt eigentlich nicht sagen, alles pfeifen. Also jetzt mal ganz hart ausgesprochen, wenn das deine Einstellung ist, dann wird sich genau gar nichts verändern. Und machen wir uns doch nichts vor, wer hat denn die eingestellt? Ja, das hat hat die Personalabteilung gemacht. Naja, aber irgendwie, wer wird ja die Personalabteilung instruiert haben, das nach irgendeinem Prozess zu machen? Also da gibt es überhaupt keine Ausrede. Jeder hat das Team, was er verdient hat. Und wenn die Haltung so negativ ist, dann lässt sich ganz sicher nichts verändern, weil das spürt jeder, dass der Chef nicht an ihn glaubt. Absolut. Also da ist der erste Ansatz zu machen. Das zweite ist, gewinne deine Führungskräfte mit einem schlüssigen Konzept für agiles Management und schenk ihnen Vertrauen. Gewinne sie, indem du, und
Da kommen wir wieder zu dem Success Development System zurück. Also erkläre ihnen, warum und was der Nutzen ist. Das ist ganz entscheidend und begleite sie dabei. Und das Dritte ist, hab das Potenzial deiner Mitarbeiter vor Augen. Unterstütze sie dabei, dass sie dieses entwickeln. Weil in jedem Menschen steckt ein riesengroßes Potenzial. Und einen guten Ansatz, das sichtbar zu machen, oder da die Reise zu beginnen, kann zum Beispiel dieser LQ-Check sein. Es stecken wirklich so viele verborgene Schätze in den Mitarbeitenden drin. Und wenn man es richtig adressiert, dann geht auf einmal wie eine Box auf und es strahlt helles Licht aus dieser Box. Ich habe das schon so oft erlebt. Menschen möchten entdeckt werden. Sei du derjenige, der das Potenzial der Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten, entdeckt und Strahlen bringt. Ja, ich denke, das ist mal so ein Rundumschlag. Wenn du das beherzigst, was wir hier in dieser Folge behandelt haben, dann sind die Hürden zwar da, aber sie lassen sich leicht überwinden. Absolut. Und der Weg ist das Ziel, ja. Also auch Genau. man lernt viel auf dem Weg, man lernt sich selber besser kennen, man lernt sein Team besser kennen. Und wie du sagst, Jörg, dranbleiben, Geduld haben, Ausdauer haben, die Mitarbeiter unterstützen und denke, das ist so ein wichtiger Punkt. Ich sage immer, sehr provokant bei einem Führungskräftetraining ist, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Führungskräfte. Und Okay. damit meine ich ganz genau, man muss bei sich selber anfangen. Wie du das vorher gesagt hast, Jörg, das Team ist ein Spiegel deiner selbst, ja, deines Teams, wenn man so, wie man die Leute halt anzieht. Und ich habe es auch immer wieder erlebt, auch im engeren Bekanntenkreis, wo ich herangezogen werde für Coaching, Consulting und ich mir denke, da ist der Wurm drin. Aber wenn ich dann merke, wie manche Unternehmer über ihre Mitarbeiter sprechen, dann ist das kein Wunder. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass dann diese Firmen und diese Unternehmen nicht sich lange am Markt gehalten haben. Ja, absolut richtig. Ja, Absolut richtig. ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir haben, das ist ja jetzt kein Zuckerschlecken, die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, weltweit, aber insbesondere in der Dachregion und ganz besonders in Deutschland aus verschiedenen Gründen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da gibt es viel zu tun. Und dafür brauchst du Menschen, die Bock haben, etwas zu tun. Aber das fängt bei dir an, dass du diese Lust in ihnen stimulierst. Und ihnen eben Vertrauen schenkst, Wertschätzung schenkst, all diese Dinge, die wir in den vergangenen Folgen auch behandelt haben. Das ist ganz entscheidend. Und dann hast du die Chance, dass Menschen wirklich ihre Innovationskraft entwickeln und das schlägt sich auf das ganze Unternehmen wieder. Das Unternehmen lässt sich nicht alleine durch schwere See manövrieren. Das ist eine Teamarbeit, so wie eben auf einem Schiff. Absolut. Und gerade in stürmischen Zeiten bewährt sich ein Team. Bei Sonne segelt es einfach, in stürmischen Zeiten So zeigt ist das. sich, wie gut das Team zusammengeschweißt ist. Ja. Jörg, vielen, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Folge für uns aus deiner Reihe mehr Freiheit und Unternehmenswachstums. Das heißt, wir haben auch gesagt, in der letzten Folge möchten wir gerne, liebe Zuschauer, deine Fragen von dir, von deinem Team gerne beantworten. Das heißt, folgender Vorschlag: Wir haben ja unten in der Beschreibung die Kontaktdaten. Nutze die bitte gerne dazu, die E-Mail-Adresse. Schick uns deine Fragen bis spätestens 3., 4. Januar. Und wir werden dann im neuen Jahr eine Folge daraus machen und werden genau eure Fragen dann in dieser nächsten Folge beantworten. So machen wir das, genau. Wunderbar. Okay. Alles klar. Also, mein Lieber, ich danke dir für dieses Gespräch, Roland, und wünsche dir eine ganz gute Zeit. Lieber Jörg, ich danke dir ebenfalls vielen, vielen Dank. Es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir diese Serie zu drehen. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe auch viel dazugelernt. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, nutzt die Chance. Jetzt ist wieder Umbruchszeit. Ja. Geht in euch, reflektiert eure eigene Situation. Und was ich eingangs schon gesagt habe, ich kann es euch nur ans Herz legen, zieht euch einen externen, neutralen Experten, Spezialisten heran, der euch die richtigen Fragen stellt und der euch nicht ausbrechen lässt, wenn es unangenehm wird. Es kann unangenehm werden, aber wenn es unangenehm ist, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man hier
vielleicht genauer hinschauen solltest, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Na, danke fürs Zuschauen, danke fürs Teilen. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank und bis bald wieder. Ciao. Danke an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank. Und dir natürlich alles Gute, mein Lieber. Danke. Ja, das war eine weitere spannende Episode mit Jörg Haupt. Ich kenne Jörg schon über 20 Jahre und er hat sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet und kann sich nur empfehlen, ans Herz legen, auch vor allem auch dieses Tool zu nutzen, das ich selber auch kenne und einfach sehr schätzen gelernt habe. Ja, und ich möchte nochmal auffordern, wenn ihr Fragen habt, wenn du Fragen hast, zu den einzelnen Themen, zu den ganzen Podcast-Serien, die mit Jörg Haupt gemacht hat, die findest du alle ja auf YouTube hinterlegt, auf Sparing for Leaders. Schau es dir einfach nochmal an. Wenn Fragen aufpoppen, bitte schick sie uns bis zum 4. Januar zu. Kontaktadresse hast du unten in der Beschreibung. Schick sie uns zu. Wir werden sie dann gerne beantworten in der Serie, die wir dann nach dem 4. Januar drehen werden. In diesem Sinne, alles Liebe, weiterhin viel Erfolg und wie gesagt, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Video teilen in eurer Community und bis bald. Euer Roland Friedl von Spartner Performance Systems hier auf Roland Media. Ciao, alles Liebe, tschüss.